Na, das ist fresh. Ja, bei dir? Ja, auf jeden Fall. Lange nicht mehr hier gewesen. Hm? Gerade geimpft, habe ich gehört. Ja, ich wurde gerade geimpft. Tut ein bisschen weh, aber ich fühle mich super. Auf jeden Fall. Guten Tag, meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Talk Deluxe. Und ich komme mal direkt zur Sache. Ich werde mich direkt aus dem Video verabschieden. Und zwar haben wir heute wieder einen Gast am Start. Und weil ich ja letzte Folge gegen den Emanuel auf voller Linie versagt habe, werde ich dir das Zepter diesmal in die Hand drücken und ich hoffe, du machst ihn fertig. Unser Gegner hat keine Chance. Herzlich willkommen, Patrick. Du darfst reinkommen. Ja, vielen Dank. Na, mein Lieber. Hallo. Hallo. Darfst du gerne ausziehen? Wir haben unsere Scheibe hier. Wie geht's dir, Patrick? Wundervoll. Wundervoll. Immer, wenn ich im Lux bin, natürlich. Aha, aber sicher. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja, total. Hast du eine Ahnung, was auf dich zukommen kann? Bisschen. Ich hätte ja immer so ein bisschen ähnlich. Unser Spiel heute besteht aus zwei verschiedenen Teilen. Der erste Teil werde ich dir ein paar Fragen stellen. Der zweite Teil wirft der Luca von außen durch unser drittes Mikrofon ein paar Aufgaben für uns rein, die wir lösen müssen. Wir sammeln Punkte. Kennst du die Aufgaben? Nee, ich kenne sie auch nicht. Wir haben unsere Teile separat vorbereitet. Okay. Bist du bereit? Yes. Alles klar. Meine erste Frage an dich, Patrick. Ja. Würdest du was mit der Schwester deines besten Freundes anfangen? Wenn ich das Einverständnis habe, ja. Das ist eine sehr gute Antwort. Frage Nummer zwei. Hast du jemals was mit einem Auto überfahren? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht unwissentlich. So nachts, vielleicht so eine kleine Fliege oder sowas. Ja, okay. Ja, aber nichts Größeres. Ich habe mal nachgedacht. Ich habe eine kleine Aufgabe jetzt für dich. Oh je. Und zwar, Mathe bitte. Hast du dein Handy dabei? Ja. Hole dies bitte raus. Ja. Bei WhatsApp gibt es eine Suchleiste, wo du nach Stichwörtern suchen kannst. Kennst du die? Ja, natürlich. Öffne diese. Habe ich. Gebe das Stichwort Alkohol ein. Alkohol. Yes. Magst du uns die erste Nachricht vorlesen, die kommt? Ungern. Dann die zweite. Okay. Auch ungern. Ja, die ist nicht so spannend. Die ist eigentlich, ist Alkohol nicht so gut gerade. Dann kein Alkohol. Alles klar, das ist doch, geben wir den Zuschauern hier was Gutes mit. Muss auch mal sein. Eine Frage aus dem Haushalt zu Hause. Wie testest du, ob Unterhosen noch frisch sind? Umdrehen, riechen. Nein, natürlich werden die täglich gewechselt. Alles klar. Da muss man nichts testen. Ja, aber wenn man nicht weiß, wenn sie rumliegt, ne? Die liegt ja nicht rum, die ist ja schön geordnet im Schrank. Ah ja, okay. Oder auf dem Wäscheständer. Nicht schlecht. Man die frisch vom Wäscheständer nimmt, dann ist ja alles gut. Nicht schlecht. Von wie vielen Getränken im Toms kannst du mir den Preis sagen? Die ändern das andauernd. Ich würde aber so 3-4 Weizen, 3,80. Außer am Weizentag, da natürlich 2,50 mittlerweile, frecherweise. Ja. Gibt es Longdrinks für 6,50, gibt welche für 6. Wasser kostet 1,80. Oh, nicht schlecht, dass du das Wasser weißt. Gut. Ja, natürlich, muss man ja auch zwischendurch machen. Vorbildlich, vorbildlich. Ja, meine letzte Aufgabe für dich, lieber Patrick. Schon wieder eine Aufgabe. Wenn du Werbung für das Impfen gegen Covid-19 machen müsstest, was wäre dein Werbeslogan? Mein Werbeslogan? Da muss ich jetzt kreativ werden, so spontan. Das, was dir als erstes in den Kopf fällt. Du darfst natürlich bezüglich auf die Marken generell gegen das Impfen, ist natürlich auch cool. Ja, lasst euch impfen, gut diese. Vielen Dank. Besser. Lasst euch impfen, gut diese, Leute. Du hast es geschafft, der erste Teil ist überwunden, Patrick. Ja, sehr nice. Gut gemacht. Als nächstes kommt unser zweiter Teil mit Luca von außen. Alles klar. Luca, ich übergebe das Wort. Ja, dann geht's jetzt richtig zur Sache. Ich stelle euch jetzt als erstes ein paar Schätzfragen rein. Ja. Natürlich tretet ihr jetzt gegeneinander an. Mhm. Ich hoffe, dass Jannis dich fertig macht. Aber Jannis hat natürlich keinen Plan von den Fragen. Natürlich, genau. Wie alles. Erste Schätzfrage. Ganz kurz, wir schreiben die Aufgaben, die Erlösung auf und auf drei halten wir die hoch. Genau. Mehr oder gerade? Ist egal. Erste Schätzfrage. Wie viele Menschen in Deutschland nutzen ein Smartphone? Unruhige Stille. Kommt zum Ende. Drei, zwei, eins. Das ist 70 Millionen bei mir. 62 Millionen. Da muss ich leider sagen, ist
der Patrick näher dran. Es sind nämlich 54 Millionen. Die ganzen Kinder und alten Leute. Ach klar. Dann, ja, da habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht. Wobei ja mittlerweile auch die meisten auch Kinder und älteren Leute ein Smartphone besitzen. Ja, aber die jüngeren auch. Das, ne? Weißt du, wie viele Leute insgesamt in Deutschland leben? 87 Millionen oder? 85. Ja, 85, ja. Ja, gut. Okay, dann kannst du dir den ersten Punkt aufschreiben. Genau, du hast die Kreide, kannst du das hier auch nicht immer schon mal machen. Ja. Ich mach das immer so kurz vor unten. So. Patz. Wunderschönes Gefühl. Okay, die zweite Schätzfrage. Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute weltweit bei YouTube hochgeladen? Pro Minute weltweit. Wie viele Stunden Videomaterial werden pro Minute weltweit bei YouTube hochgeladen? Wie viele Stunden pro Minute? Das heißt, du kannst eine Stunde schneller als in einer Stunde hochladen. Ja, ja. Wie viele Stunden? Das ist entweder so mega gigantisch oder so 3. Ich übertreibe. Ready? 3, 2, 1. 20.000 Stunden und 450.000 Stunden. Ich habe mich an den Giganto genommen. Es sind 300 Stunden. Aber damit bist du näher dran. Ja, ist näher dran, auch wenn das ein sehr ermogelter Punkt ist irgendwie. Wow. Hätte ich nicht gedacht tatsächlich. Ich dachte, das wäre so eine überdimensionale Zahl. Ja, hatte ich auch. Okay, dann fahren wir mal fort. Mhm. Der Janis behauptet ja immer, dass er ein großer Star Wars Fan ist, beziehungsweise sehr viel weiß. Ist es bei dir auch so, Patrick? Nee. Nee, okay, dann wird es bestimmt für dich ein bisschen schwieriger. Toll. Rigged. Wann erschien der erste Star Wars Film? Also Episode 4. Ja. Ich habe schon 1800 geschrieben. Das ist das ist ein bisschen zu viel. Drei, zwei, eins. 1985, 1983. Janis, ich bin schwer enttäuscht. Es ist 1977. Scheiße. Aber ja, das wusste ich nicht. Da hätte ich im Leben nicht gewusst, tatsächlich. Bäh. Oh, oh, oh. Ah, ich dachte, das ist ein safer Punkt. In der Star Wars-Frage, Janis. Okay, dann kommen wir zu den letzten zwei Punkten. Und zwar sind das jetzt Fakten. Also ihr müsst einfach nur einen Haken oder ein Kreuz auf euren Zettel machen. Wie viele? Zwei Stück noch. Ah, okay. Also es gibt einen Punkt. Genau. Okay, alles klar. Alles klar. Im Jahr 2007 verklagte der Amerikaner Stephen de Clark einen Löffelhersteller, da er sich an einem Löffel 5 Zähne ausgebissen hat. Nach dem Prozess ist er durch die Entschädigung Millionär geworden. Welches Jahr war das? 2007. Okay. Als ob das jetzt wichtig für die Frage ist. Aber wenn das vielleicht 19 irgendwas, keine Ahnung, gewesen wäre. 2007. Wegen des Boone Wright Movements, ne? Ja, genau das. Löffel. Ja. Okay. Okay, dann zeigt eure Antwort. Ihr habt beide gesagt, das ist richtig. Ja. Das ist komplett gelogen. Ich habe nur gehört hier mit der Mikrowelle und der 5-Minuten-Terrine, dass sie da alles verklagen. Ja, und Red Bull auch, genau. Die Milchschnitte. Ich habe mir schon gedacht, ich brauche nur hinzuschreiben, dass es ein Amerikaner ist. Und genau. Hättest du gesagt, ein Franzose, dann nee. Ja. Okay. Ja, okay, das gibt für niemanden einen Punkt. Das heißt, bei dem letzten Fakt jetzt... Einen Unentschieden rausholen. Da kannst du nur noch einen Unentschieden rausholen, Jans. Ja, dann bist du jetzt im Zugzwang. Ja. Okay. Der letzte Fakt lautet, im Jahr 2011 gab es in Regensburg in einer 6-köpfigen Familie 2 Todesfälle, die durch einen Streit während eines Spieleabends entstanden sind. Jetzt ist die Frage, du kennst ihn besser. Macht er immer richtig falsch? Falsch, richtig? Ah, ja, ich mache alle Videos mal geguckt. Ich mache alles. Ja, ich habe sie alle geguckt natürlich. Ja, dann weil, kennst du ihn ja genau. Aber ich erinnere mich natürlich nicht dran. Ich war immer so fokussiert auf dich, Janis. Okay, ich hab. Jetzt bin ich gespannt. Zeigt eure Antwort. Oh nein! Es ist komplett falsch und damit hat Janis den Ausgleich geschafft und die Folge geht unentschieden aus. Unentschieden? Unentschieden. Mach oder ihr macht ein Schnickschnack-Schnuck zur Entscheidung. Schnickschnack-Schnuck zur Entscheidung? Hast du nicht noch eine Frage? Hast du einen Sponti-Fakt für uns? Wenn ihr das wollt. Ja, komm, wir machen eine Entscheidungsfrage. Also wenn ich verliere, dann richtig. Alles klar. Was wollt ihr denn lieber? Eine Schätzfrage oder ein Fakt?
Du darfst aussuchen. Schätzen. Okay. Aber nicht Star Wars wieder. Nein. Ich suche mal eine schöne raus. Moment. Okay. Wie viel Liter passen in eine Badewanne? Ich habe keine. Hast du eine? Ja. Ja, toll. Wusstest du? Ja, ich bade. Meinst du, er zählt das? Dusche. Ja, wenn das Wasser... Kannst du so hochrechnen. Wenn das Wasser am Hahn mal wieder aus ist, dann nimmst du Flaschen, oder dachte ich. So wie früher mit den Eimern. Okay, wie viel Liter? Die entscheidende Frage. Gibt es ein Zeitlimit? Oder auf jeden Fall hast du nicht unendlich Zeit. Drei, zwei, eins. 1500 Liter und 400 Liter. Es sind 180 Liter, die in eine Standard-Badewanne passen. Also Jan, das hast du dir echt nochmal versaut. Ja, stehe ich zu, tatsächlich. Ich dachte nur, ich bin gerade, ich hatte so eine Rechnung im Kopf, ja. Ich habe ein Terrarium, da ist Erde drin, ja. Und da sind 200 Liter Erde drin, aber das hat ja ein ganz anderes... Also, Janis, ich weiß auf jeden Fall nicht, was du für eine Wohnung zu Hause hast und was du für eine Badewanne da hast. Ja. Sensationell, halt, da will ich auch mal hin. Ja, so Jacuzzi-mäßig, ne? Und, da passen wir alle rein. Da müssen wir natürlich eine Vorzeigebadewanne von dir sehen, ne? Viel Spaß. Okay, damit habe ich gewonnen. Appreciate, dass du hier warst. Du hast gewonnen. Erzähl mal einmal kurz von unserer Strafe, die wir uns am Ende am Anfang überlegt haben. Ja, wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass der Verlierer kommt zu jeweils dem anderen ins Haus, also somit der Janis zu uns ins Jutzhösel, und dreht für uns oder mit uns ein kleines Werbevideo, wo er natürlich die Hauptrolle spielen wird. Ja. In voller Montur. Ich freue mich, ich gebe mein Bestes. Ja. Es wird wahrscheinlich die beste Werbung, die jemals fürs Jutz gemacht wurde. gar kein Problem. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, Patrick. Ja, hat sehr danke viel Spaß für die Einladung. Und ja, ciao. Im Jutz.